Ich denke schon, dass die Zeit heute doch sehr herausfordernd ist für Unternehmen. Man hört es ja auch aller Orten und liest es auch in den Fachpublikationen, dass Produkte und Dienstleistungen immer austauschbar werden und dass man sich einfach mehr anstrengen muss, um sich von anderen zu unterscheiden und immer neuere Ansatzpunkte finden muss, mit denen man das dann eben auch schafft, sich zu differenzieren. Weil es eben eine offene Plattform ist, auf der man sehr viele Möglichkeiten hat, sich und sein zum Beispiel neues Produkt, was man hat, vorzustellen, darzustellen, Anregungen zu geben und Menschen eben einzuladen aus unterschiedlichsten Bereichen, dort ihre Ideen beizutragen, wo zum Beispiel mein neues Produkt oder meine neue Serviceleistung angeboten werden kann. Die Menschen, mit denen ich zusammen in diesem Projekt gearbeitet habe, waren sehr, haben als Pilot wirklich Speed auf die Straße gebracht und haben damit Feuereifer dran gearbeitet, um das möglich zu machen. Das war eine sehr beeindruckende Erfahrung und dann fand ich eben auch sehr beeindruckend, dass wirklich über 700 Teilnehmer, die wir vorher nicht kannten, uns über 500 Ideen in diesem Ideenwettbewerb zugespielt haben und dass daraus tatsächlich Produkte geworden sind, die jetzt auf dem Markt gekauft werden können.